fangen wir an mit der Pressekonferenz. Nachzügler können dann noch kommen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel zwischen Hannover 96 und Bayern München. Wir begrüßen unsere Gäste mit ihrem Trainer Jupp Heynckes und unseren Chefcoach André Breitenreiter. Herr Heynckes, Sie haben die ersten Worte. Ja, es ist für uns nicht immer leicht, im Dreitagesrhythmus Fußball zu spielen. Das heißt, dass das schon einige Wochen so ist und muss sagen, dass es egal, ob wir Meisterschaft, Champions League, Pokal spielen, die Mannschaft und wie die Mannschaft formiert ist, die Spieler sind hochmotiviert, sie wollen Leistung bringen, sind topfit. Und heute hat man wieder gesehen, dass wir ja über 90 Minuten ein sehr gutes Spiel absolviert haben. In der ersten Halbzeit haben wir auch schon sehr gute Torchancen gehabt, die wir leider nicht verwertet haben. Und dann in der zweiten Halbzeit haben wir bedingt auch durch unsere Spielüberlegenheit, unser technisches Können, unsere Ballsicherheit, haben wir wieder wunderschöne Tore rausgespielt und abgeschlossen. Das war auch heute, glaube ich, für beide Mannschaften nicht so einfach. Die plötzlichen Temperaturänderungen, das ist immer schwierig. Der Platz ist, was ich so gesehen habe und was meine Spieler gesagt haben, sehr hart. Der Ball, das hat man auch gesehen beim Passspiel, dass der nicht immer zügig zum Mitspieler kam, sondern dass der Rasen eben hart und uneben ist und das erschwert natürlich dann hier und da auch den Kombinationsfluss. Aber insgesamt haben wir exzellenten Fußball gespielt. Die Mannschaft ist topfit, ist egal wer spielt, egal auf welcher Position. Und ja, das ist auch wichtig, dass wir im Moment im Fluss bleiben, dass wir nicht nachlassen, dass wir uns immer noch steigern können und auch somit auch die Atmosphäre und die innere oder die Stimmung in der Mannschaft eben hochhalten. Und wichtig ist auch für Spieler, die nicht so oft gespielt haben, dass wenn sie spielen, bringen sie Leistung. Und das ist das Erfreuliche. Und zudem haben wir heute ja auch einen Debütanten gehabt, mit Lukas May aus dem Jugendbereich und Niklas Süder hat zum ersten Mal auf der defensiven Mittelfeldposition gespielt und ich glaube, dass der junge May prima gespielt hat, ohne große Nervenbelastung und Niklas Süder ein überragendes Spiel auf einer Position absolviert hat, die er normalerweise ja nicht spielt. Natürlich muss man auch sagen, dass Hannover auch Chancen gehabt hat. Sven Ulreich hat wieder seine Klasse unter Beweis gestellt. Aber das gehört einfach dazu. Und deswegen sind wir natürlich ja, hochzufrieden, weil es ist immer gut, wenn man ein Champions League-Spiel vor der Brust hat, dass man seine Spiele in der Liga gewinnt. Vielen Dank. André, deine erste Analyse bitte. Ja, zunächst einmal natürlich herzlichen Glückwunsch an Jupp und den FC Bayern München. Ja, wenn man sich die Bayern die letzten Wochen anschaut und wir haben es ja in der Pressekonferenz vor dem Spieltag schon auch angesprochen, 2x6 Tore geschossen, 5-4, da muss man sich schon ganz genau überlegen, was man macht. Wir wollten den Gegner aber überraschen von der ersten Minute an und wollten mutig agieren und ich finde, das ist uns zu Beginn des Spiels gelungen. Wir haben den Gegner versucht zu jagen und offensiv zu pressen, mit schnellem Ballgewinn auch Richtung Tor zu kommen. Und daraus sind in den ersten 15 Minuten auch zwei Riesentorchancen für uns entsprungen. Ja, die man natürlich an einem Tag gegen Bayern München, wo sie nicht so viel zulassen, auch nutzen muss, um nochmal eine Euphorie zu entwickeln. Ja, die Witterungsverhältnisse waren schwer und wir haben aber auch schon im Vorfeld besprochen, dass wir das 15, 20 Minuten durchziehen wollen und dann kompakt ins 5-4-1 auch wechseln mit engen, kurzen Abständen, um es dem Gegner einfach schwer zu machen, ja, die neu gefundenen Lösungen auch umzusetzen, sie vor neue Aufgaben zu stellen. Und ja, da haben wir natürlich nicht alles verteidigen können, aber haben das insgesamt gut gemacht. Und wenn die Bayern durchgekommen sind, und da gab es schon natürlich 4, 5 sehr gute Möglichkeiten, ja, hat Philipp Schauner überragend gehalten, tolle Reflexe und ja, auch die Null bis in die Halbzeit gerettet. Ich finde, dass wir aus der Halbzeit auch ordentlich rausgekommen sind. Wir haben uns wieder vorgenommen, hoch zu pressen und auch zu attackieren.
bekommen, aber durch ein für mich viel zu einfaches Tor, das 0-1, lassen über den Flügel Bernard durchlaufen und dann haben die Bayern einfach so eine hohe Effizienz, diese Kleinigkeiten dann auszunutzen. Was sie in der ersten Halbzeit noch nicht gemacht haben, ist ihnen dann gelungen. Ja, und mit dem 0-1 bei der hohen Investition, die wir bis dahin auch schon ins Spiel eingebracht haben, war es uns nicht mehr möglich. Dafür sind die Bayern einfach zu gut. Die sind in einer herausragenden Verfassung, topfit, ballsicher, strotzen vor Spielfreude. Da gibt es keine A, B oder C, F. Das ist von 1 bis 30 einfach überragend. Und da sieht man auch, dass jeder seine Chance nutzen will, um dann auch zum Beispiel am Mittwoch dabei zu sein. Sie sind auf dem Punkt topfit und wir haben dann keine Mittel mehr gefunden, auch Druck auszuüben, dagegen anzugehen, weil das Positionsspiel einfach zu gut ist. Haben trotzdem auch versucht, nochmal offensiver zu wechseln, auch die Fünferkette aufzulösen, Salif ins Mittelfeld vorzuziehen. Wir haben ja schon gesehen, dass er sehr, sehr motiviert war, endlich mal auf der Sechs auch nochmal agieren zu können, weil er dann auch wirklich nochmal richtig Gas gegeben hat. 2, 3 Halbchancen sind daraus entsprungen, mehr aber auch nicht. Und von daher ist der Sieg auch in der Höhe absolut verdient. So, und ich finde einfach, dass auch die Zuschauer das gut begleitet haben und es war eine sehr positive Atmosphäre heute im Stadion. Es war auch ganz wichtig für unsere Jungs, dass sie dort auch die Unterstützung erfahren. Einzelne Spieler dann ja auch mit Sprechchören gefeiert wurden und das ist ganz wichtig in den Phasen von Hannover 96, dass wir gemeinsam zusammenhalten und als Einheit funktionieren. Ich möchte natürlich zum Abschluss Jupp und den Bayern alles Gute wünschen für die beiden Spiele, für Mittwoch, ja, für den deutschen Fußball. Drückt mir ganz fest die Daumen, dass ihr ins Finale einzieht und wenn alle mitfiebern, dass ihr das auch packt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Fragen an die beiden Trainer, Handzeichen genügt. Da vorne geht's los. Scheele heiße ich von der Süddeutschen Zeitung. Wie kamen Sie darauf, heute Lukas May zu bringen und was trauen Sie ihm noch zu? Ja, das ist ganz einfach, weil ich Mats Hummels eine Pause geben wollte, weil er die letzten 2 Spiele gespielt. Dann mit der Maßnahme, Niklas Süle ins defensive Mittelfeld spielen zu lassen, fehlte dann ein Innenverteidiger. Und der Junge, der hat ja schon lange bei uns mittrainiert, wie gesagt, auch schon Freundschaftsspiele mitgemacht. Und was mir so imponierte im Training und auch in den Freundschaftsspielen, dass er unaufgeregt ist, dass er sehr sachlich spielt und Kopf war stark, er hat auch eine relativ gute Spieleröffnung. Natürlich ist Bundesliga ist was ganz anderes, aber die Jungs haben ihn unterstützt und gut zugeredet und ich habe ihm, wie gesagt, er darf Fehler machen, aber er hat keine gemacht. Ich bin hochzufrieden. Stefan Hux von Radio 21 macht weiter. Jeweils eine Frage an beide Trainer. Herr Breitenreiter, was sagt man zur Gesamtsituation in der Liga? So viel fehlt ja nun wirklich nicht mehr bis zum angestrebten Klassenerhalt. Gestern Wolfsburg verloren, heute der HSV gegen Freiburg gewonnen. Der Abstand bleibt also nach hinten etwa gleich. Und an Sie, Herr Heynckes, rund ums Hinspiel gab es ja schon diverse, auch schöne, interessante und nette, charmante Worte Richtung Hannover. Ist und bleibt es so, die haben eben auch ein paar Mal so Gefühl gezeigt, als Herr Breitenreiter was gesagt hat, dass Hannover immer noch was Besonderes so ein bisschen ist, wenn Sie wieder hierher kommen? Ja, ich habe 3 Jahre hier Fußball gespielt. Das ist zwar jetzt, glaube ich, schon 50 Jahre her. Ne? Bitte? Und das sind natürlich Erinnerungen, die ich hier habe, weil auch unsere Tochter hier geboren ist. Und ich zwar sportlich nicht so die ganz großen Momente gehabt habe, aber damals war ich sehr jung. Zum ersten Mal von Mönchengladbach war die Hannover dann schon die große weite Welt. Und wir haben uns ja sehr wohl gefühlt. Wie gesagt, das war sportlich war es nicht ganz so einfach, aber ich habe sehr gute Erinnerungen an 96 und vor allen Dingen auch an Hannover. Ja, an der Gesamtsituation hat sich in der Tat nichts verändert, außer dass es jetzt ein Spiel weniger noch ist. Ja,
Ich würde ja auch lügen, wenn wir nicht auf die anderen Plätze auch schauen, jetzt nicht während des Spiels, aber das verfolgen wir ja auch. Und von daher ist die Situation gleich geblieben, wenn nicht sogar, hat sie sich auch verbessert. Wir haben auch in den nächsten drei Spielen schon noch harte Aufgaben vor uns, aber die Saison geht ja bei 34 Spieltage. Wir haben halt im Vorfeld, ja, Stand heute, ausreichend Punkte gesammelt, um dieses Polster auch zu haben, um auch bis heute noch niemals in akuter Abstiegsgefahr zu sein. Ja, und heute hat die Mannschaft über weite Strecken das gut gemacht, gegen einen überragenden Gegner nachher dann auch zu Recht verloren, auch in der Höhe. Das heißt, es Mund abputzen und die nächsten Aufgaben angehen, um ja, den einen oder anderen Punkt, wenn möglich, noch zu sammeln, um es auch selbst zu entscheiden, dass wir auch nächstes Jahr in Hannover Bundesliga Fußball sehen. Weitere Fragen? Walter Gleitze hinten. Herr Breitenreiter, Mai bei Bayern, ich sehe eine Parallele zu Hübers bei 96. Drängt er sich nicht weiter auf, auch mit einer, ich meine, wieder guten Leistung heute? Ja, absolut. Timo ist ja auch schon lange bei uns im Training dabei und hat natürlich auch lange auf seine Möglichkeit gewartet. Ja, und das sind dann oft die Situationen, wenn Spieler ausfallen, wenn sie verletzungsbedingt fehlen. Und er hat letzte Woche schon wirklich richtig gut gespielt in Stuttgart, auch da gegen Top-Stürmer Deutschlands. Und heute hat er sich ebenfalls sehr, sehr zweikampfstark, laufstark, griffig präsentiert. Und eine gute Spieleröffnung hat er in der Regel auch. Das konnten wir heute nicht so unter Beweis stellen und auch er nicht, weil die Bayern ja auch schon gepresst haben und Druck gemacht haben. Aber auch heute bin ich mit dem Jungen sehr, sehr einverstanden, ja. Dann geht's hier vorne weiter bei Sky. Ja, eigentlich ist Real Madrid hatte spielfrei dieses Wochenende und ihr letztes Pflichtspiel gegen Bilbao nur 1-1 gespielt. Sie mussten auf dem Platz, haben souverän gewonnen. Wie wichtig kann das nochmal psychisch sein, so für den eigenen Habitus vor diesem Duell mit dem Erfolgserlebnis ganz unmittelbar davor in dieses Spiel zu gehen? Ja, das weiß man eigentlich immer nur hinterher, wenn man am Mittwoch gespielt hat, weil jede Mannschaft weiß, wo es drauf ankommt. Man muss zum Punkt hin topfit sein, sich sehr gut vorbereiten. Und Madrid, ja, ist auf der einen Seite in der glücklichen Lage, das eine Woche jetzt zu tun. Nur das Pokalspiel, was ich glaube, heute findet das statt, ne? Barcelona gegen Sevilla. Das war ja vorher terminiert. Aber ich sehe da keinen Nachteil, ich sehe auch keinen Vorteil für Real Madrid, weil die Spieler, die heute 90 Minuten gespielt haben, bis Mittwoch haben die sich regeneriert. Das waren ja nicht so viele. Und wir haben ein großes Ziel, ins Endspiel einzuziehen. Und ich glaube, das ist Motivation genug. Aber wie gesagt, beide Mannschaften, denke ich schon, dass sie ihre eigene Vorbereitung haben und auf, nicht nur auf Mannschaft geschlossen, sondern auch von der Psyche. Das sind Ereignisse, Halbfinale Champions League, wo sie ja fast alles ausblenden und nur auf die Begegnung fixiert sind. So, ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Dann wünschen wir den Bayern eine gute Heimreise, drücken ihnen die Daumen, André hat es gesagt. So parteiisch sind wir gegen Real Madrid am Mittwoch. Danke. Und allen 96 Fans und Mitgliedern ein schönes Wochenende. Danke.